that Minister Hootby taught. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Du hast den Mann gehört. Es geht bergab. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Batman ist so gut wie tot. Thank you.
Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Du hast mein Puzzle gelöst, Bex. Erinnerst du dich an meine Alarmsignale? Ihr könnt doch nicht mal ein Taxi anhalten. Er ist hier. Lasst ihn mich nicht finden. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich vertrag keine Höhe. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück. Ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier.
Wenn ihr unser Geheimlabor entdeckt hat, da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gemixt habe. Die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen.
Jetzt kann ich Ivy finden. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge.